Sup, heute Abend wird wieder Maximum gestreamt, Craft Attack, ihr wisst Bescheid. In der heutigen Folge sehen wir die ersten politischen Ambitionen von unserem großartigen Leader Trimax. Heute Abend ist auch die erste Pressekonferenz, also schaltet auf jeden Fall ein, 18 Uhr geht es im Livestream weiter, wir sehen uns. Boah, wir haben heute schon, jetzt, wir haben ja schon 10 Stimmen, wir haben das Gefühl, die Wahl schon gewonnen. Ich wollte heute mit Trimax auf jeden Fall was machen. Gemeinsam mit Trimax ein Projekt anfangen. Ich hoffe, euch geht's allen gut, Mann. Ich muss wirklich an der Stelle nochmal übertriebensten Support aussprechen. Was ihr hier gerade mit meinem Livestream veranstaltet, Leute. Insane, Alter. Ausrufezeichen Prime im Chat, wenn ihr zu Gang gehören wollt. Auf geht der Hase. So, gucken wir erstmal wieder. Ganz normaler Gang, meine Freunde. Wir schauen uns erstmal mein Haus an, Alter, und hoffen, dass da alles normal ist, Alter. Falls nicht, dann raste ich komplett aus. Akani ist heute nicht mit am Start, meine Freunde, denn Akani ist bei meinem guten Kollegen Volkan. Petit hat ein Haus gesprochen. Ich glaube nicht, Alter. Wisch mich verarscht. So, open up. Hell yeah. Hier scheint alles normal zu sein. Ich weiß nicht, ob Early Boy hier oben die Bauhöhe nochmal angepasst hat. Wisst ihr davon irgendwas, Leute? Knossi geht super. Dieter Lombardi, auch alles gut bei dir? Ehrenmann, Alter. Dieter, erzähl's mir doch. Guck mal, er liebt mich sogar. Er schießt gar nicht auf mich. Oh, Dieter, das war dumm. Richtig. Merkst du selber, ne? Merkst du selber, Dieter Lombardi. Ich warte eigentlich nur auf Trimax. In der Zwischenzeit kann ich schon mal meinen TNT-Grind aufstacken, meine Freunde. Das hat keinen bestimmten Grund. Ich möchte nur so ein bisschen als Absicherung, als Versicherung quasi gegen zukünftige Attentate möchte ich mich ein bisschen absichern. Und da ist leider TNT, es ist so ein bisschen wettrüstenmäßig, leider gar keine schlechte Möglichkeit. Oh nein! Das war so dumm, Alter. Das kommt davon, Mann, wenn man schreibt, während man am Steuer ist, Leute. Habt ihr es gemerkt, Mann? Komplett dumm, Alter. Das war ja das Dümmste, was hier hätte passieren können. Was geht? Was geht? Mein Gutustor, Petrit, wie geht's dir? Gut, mein Friedenskompane. Ja, mein verbündeter Ehrenbruder. Ich hoffe, dir ist es gut ergangen. Ja, der erste Tag des Friedens hat sich sehr, sehr ungewohnt, aber auch sehr schön angefühlt. Oder? Meine ich auch. Es ist sehr, 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 sehr angenehm, oder? Ja, ein sehr schönes Gefühl von Ruhe und inneren Frieden. Ich finde das so geil. Peter, das klingt ziemlich abgelesen, vorstellen. Alter. Ich kann nicht mal lesen. Ach, stimmt. Auf meinen Kopf. Ja, Rebe, ich habe angefangen, in der Stadt jetzt was zu bauen, ne? Okay. Ist das okay? Ich schaue mir es gleich an, Peter, dann werde ich es abreißen. Oh. Joke. Oh nein! Nein, hey, es war ein Witz, Pat. Das war einer meiner bekannten Scherze. Ah, du kennst ja doch meine Scherze, oder, Patrick? Ich kenne den Scherz, aber ich habe das Gefühl, ich meine, das Ding ist sogar, wenn das schön wird, wenn ich das so mit Vorlage baue, irgendwie glaubt, das wird dich nerven, weil das wird halt extrem groß werden. Ach, Patrick, weißt du, wir sind Verbündete, wir chillen. Okay, das sagst du jetzt, ich habe so ein Gefühl, das wirst du gleich wieder revidieren. Revidieren wegen Revi, ne? Mhm. Voll lustig, wirklich. Mega. Des Todes, Alter. Ja, finde ich auch. Junge, hast du bitte gesehen, was ich alles hab? Nee, ich will's wissen. Alles? Ich habe folgendes Problem, ich bin verloren am Ozean, Leute. Warum lachst du gerade wie Monte? weil das einfach, wie kann einem sowas passieren? Das ist doch arg peinlich. Bug wollte auch noch irgendwann gleich kommen, Basti, der gibt uns dann ja einen Villager noch. Hi, Max. Sag mal, schön, dass was du hier geht? Bist, oder? Steig ein. Ja, weißt du, wo wir hin müssen? Ja. Nee, weißt du nicht. Fahr mal bitte Basti und Kevin hinterher. Max, du fährst falsch. Guck mal, du fährst schon voll weit weg von denen. War links, Max. Links lenken. Links. Da ist doch die Insel. Guck, ich wusste es. War nicht schlecht. Boah, das ist ja ultra in der Nähe. War richtig. Ich bin so dumm, Alter. Hä? Max, du bist so genial. Nee, wir haben auch noch weh gedrückt hier. Wissen, wer hat denn hier ein Dorf gebaut, Mann? Der Villager, Junge. Villager. Villager. Ich will heute auch was mit dir zusammen machen, Max. Ja, ich will auch was mit dir zusammen machen. Achtung. Achtung, was denn? Ah, hier geht's nicht hoch. Stopp, falsch. Ich habe hier Hürden hingebaut, damit man... Oh. Ihr müsst die retten. Das ist Karma. Instant Karma, ne? Instant Karma. Vor allen Dingen, Dings muss jetzt alles wieder abbauen, der arme Basti. Na, Rini, bist du ein bisschen nervös geworden gerade, hä? Die untere Platte. Keine Sorge, ich habe ein Wasser einmal dabei, Kevin. Ich habe ein Steak dabei. Ein 63 Steak. Steaks. Gut. Max, wollen wir zusammen eine automatische Pumpkin-Farm bauen? Die sackt doch. Max, was ist denn, wenn wir hingehen und vielleicht heute unser erstes Geld eintreiben? Können wir auch machen. Wie geht das? Man geht zu den Spielern hin und sagt, du willst ja nicht, dass dir was passiert. Fangen wir mit Rotpilz an? Ja, oder? Ich kenne die alle nicht. Ein Prime-Abo anbieten, oder was? Ich fände Rotpilz geil. Was sagst du? Es ist ein auferzwungenes Schutzgeld mit Features, okay? Ja. Ja, die dürfen sich dann an Sachen bedienen
Aha. Und haben viele Vorteile, aber sie müssen es leider machen. Sie können nicht Nein sagen. Wenn sie Nein sagen, okay, dann... Okay, Max, bist du auch so einer, der gleich so... Kannst du so ein Feuerzeug mitnehmen, dann immer so kurz, du willst, dass deinem Haus was passiert? Weil Rotblitz ist dein Haus sehr wichtig. Ja, ja, genau. Geil, ich mach's immer so ein bisschen. Aber ey, Brady, bevor ihr das macht, muss ganz kurz zu mir kommen und mein Bauhaben bewährt nicht, dass ich das weiterbauen und unnötig Zeit drin investiere. Okay, warte, also, ich schau mir das an, dann zeigt Max mir die Farm und dann gehen wir mal zu Rotblitz, Alter. Junge, du Hässlicher. Okay, warte, lass mich Gesprächsführer sein und Max und ihr macht so ein bisschen Druck, ja? Ja, wir machen richtig Druck. Ich kann Druck ablassen, bin ich richtig gut drin. Ja, krass, er baut wirklich Area 51, Alter. Aber aus welchem Grund? So im Dschungel? Digga, was ist das denn für ein Tryhard? Mitten im Dschungel macht er hier so eine Base hin? Das kann nicht sein. Holy Max, Tryhard und hat so 100 Farben. Stopp, Max. Wir haben sogar einen Grund, dass wir jetzt hier sind. Der hat eine Militärbase in uns im Garten errichtet. Das kann er nicht machen, das ist so gefährlich. Der macht direkt vor unserer... Kampfheli, wir haben nur ein Feuerzeug. Ja, nee, Alter. Okay, Leute, wo ist Rotpilz? Lass mir das Haus jetzt suchen. Wo ist denn der? Brennt hier alles nieder. Boah, und ich selber irgendwie auch. Voll durchgelaufen. Wenn er sich selber löschen möchte, muss er dafür durchs Feuer gehen. Geil, Max, das gefällt mir richtig, was du schon machst. Gute Mechanics, ja? Ja, ja. Da muss er halt aufpassen. Das geht nicht. Ich muss jetzt hier einmal so eine kleine Liane anzünden und gucken, was passiert, okay? Okay, mach mal. Ganzer Wald ist gleich weg. Nein, nur so ein kleines. Okay. Ja, sag's jetzt, oder? Guck, nichts passiert. Alles mach nochmal. Nein, das reicht. Okay. Das war so ein kleiner, um ein bisschen Respekt einzuflößen. Aber der ist ja gar nicht da. Junge, wo ist denn der? Jetzt kann man sich irgendwo einen Geheimgang, oder? Das sieht doch aus wie ein Geheimgang. Kann ich mich hier reinsetzen? Ich habe einen Geheimgang gefunden. Nee. Hier ist ein Geheimgang, Leute. Ey, der Moment mal. Der reichert hier Uran an. Der hat hier einen Kernreaktor gebaut. Max, komm mal schnell. Du hast doch mal bei der Atombehörde gearbeitet. Ich kann das kurz kontrollieren, ja? Alter, guck mal hier. Ich habe mein Equipment dabei zur Strahlenmessung. Zeig mal. Wo ist hier. Das denn? Wo ist da. Das denn? Alter, hier unten links. Das ist nicht in Ordnung. Nicht bei uns im Hinterhof. Und der, keine Kühlstäbe. Guck mal hier. Okay, warte, ich gehe mal ganz kurz drauf. Alter, macht Schaden, wenn man draufspringt, nicht draufspringen. Was ist denn das? Was macht denn der hier? Die sind grüne Schafe und sowas auch, ne? Hast du schon gesehen? Ich habe die Hausaufgabe schon Alter, fertig. Ich habe es gesehen, Spark. Wir haben ein richtiges Problem, geil. Spark, ne? Ja. Rotpilz baut im Hinterhof ein Atomkraftwerk. Und im Militärbad. Ja, ich weiß. Wie, du weißt weiß das? Er baut Area 52. Warum? Das darf der nicht einfach machen. Ich finde auch nicht, dass das gut ist, dass er das hier hinbaut. Ich finde, wir sollten uns jetzt... Ich finde, wir sollten uns auch... Ich werde das im Commentary. Wollen wir uns aus Spark... Kannst du noch Fluggeräte bauen? Geht das noch? Fluggeräte? Ja. Sollen wir das machen? Haben was wir ist denn Fluggeräte? Ja, du kannst fliegen. Wie, du kannst fliegen? Ja, man kann sich ein Flugzeug... Wollen wir uns ein Flugzeug bauen, Max? Lass mal machen. Spark, sollen wir... Das ist komisch aus Craft Deck 4 mit den Pisten sowas. Ja, genau. Meine Basis angegriffen habe damals. Ja, das war so geil, Alter. Ey, Max, Craft Attack, das Roleplay damals, Max, ich schwör's dir, ne? Du bist kein Roleplay-Freund, aber das war damals legendär. Wir hatten ein fliegendes Flugzeug und sind über Petrits Basis geflogen. Ein fliegendes Flugzeug auch noch? Ja, ja. Das hat sich wirklich halt bewegt, das hat sich halt wirklich bewegt und wir haben von oben TNT auf seine Base geschmissen. Digga, ich bin bei der Neandertaler Basis, kommen die mit so einem Flugzeug an. Ja, kann man echt ich hab noch nie, das glaube ich nicht, dass das geht. Ja, das sieht jetzt nicht aus wie ein Flugzeug, aber es fliegt halt so. Es fliegt wirklich? Ja, es fliegt. Hast eine Pistenflugmaschine, wo praktisch Kolben ineinander sich gegenseitig durch die Luft schieben, sozusagen mit Schleimblöcken. Aber dafür brauchen wir erst Schleimblöcke. Kann man eine Schleimfarm machen? Ja. Brauchst du einen Schleimchunk? Basti, hast du nicht einen gefunden? Lass mal jemanden pranken, Alter. Lass mal richtig Scheiße bauen. Das gehört zu Craftwerk auch voll dazu. Hast du noch gar nicht. Du hast noch nie in Minecraft jemanden verarscht, oder, Max? Doch. Nein, wen denn? Ach, Quatsch. Du hast mich immer wieder verarscht. Ja, aber ich dich, aber du noch niemand anderen. Naja, ich habe Romat das Haus abgebrannt und ihn getötet. Ja, gut, das ist ja keine Frage. Prank ist sowas wie, du kommst... Danach sage ich Prank. Der ich habe folgende Pläne. Ich möchte ein kleines Haus bauen und drumrum ganz viele Kakteen machen, dass da keiner hinkommt. Okay, aber wollen wir zuerst jemanden verarschen? Ist geil. Das ist voll assi, Mann. Ich bin mit allen verbündet. Die Bürgermeisterwahl steht doch bald zuvor und da möchte ich halt auch gewählt werden. Ja. Pass auf, ich ziehe meine Kandidatur das erste Mal jetzt zurück. Okay. Das habe ich noch nie gemacht bei Craft Attack. Aber ich werde dein Wahlbeauftragter. Ich möchte nämlich, dass du Bürgermeister wirst und ich möchte, dass wir heute mit der Promophase anfangen. Ist es okay? Es ist okay. Ich hänge Plakate auf in der ganzen Stadt. Ich hänge jetzt in jedem Haus Wählt Trimax-Plakate auf. Das ist gut, Mann. Danke, Mann. Okay. So, Wählt Trimax zum Bürgermeister. Leute, ich stelle mich nicht als Bürgermeister auf, weil es sind immer die Leute im Hintergrund, die die Fäden ziehen. Versteht ihr, was ich meine? Trump ist nicht der Mächtige, die Leute, die hinter Trump sind. Und die Leute mit anständigen Frisuren, nicht so wie ich. Also möchtest du so ein Bürgermeister mit einer harten, aber fairen Hand werden, sagst du? Ja. Und ich bin sehr fair zu den Leuten, aber ich muss auch mal durchgreifen und Gamers Time einfach mal auf die Leute losschicken. Spark, guck mal hier, das Grundstück hier von hier vorne, hier, das hier, was hier alles frei ist, ne? Aber ich bin noch nicht zufrieden mit der Wahl. Ich in stundenlanger Arbeit geterraformt habe. Genau, Spark, dürfte ich da ganz kurz vielleicht also für die erste Wahlveranstaltung einen kleinen Infostand hinbauen? Ich baue eine kleine Bühne hin. Ja, klar.
Max, und du musst dir ein bisschen redemäßig was zusammen. Wir machen ein kleines Q&A mit den Bürgern. Ja? Weil die anderen haben die Bürgermeisterwahl gar nicht am Schirm, weißt du? Ich kauf die Leute alle ein. Also die kriegen... Wahlgeschenke. Stark OP, Max. Genau das. Raids. Wo denn? Oh, Max, das ist ein starker Punkt fürs Wahlprogramm, dass du Raids verhindern möchtest. Die ständigen Angriffe von außerhalb. Ja, genau. Stark. Da gehen Leute immer richtig drauf ab. Leute finden es immer richtig geil, wenn man sagt, da kommen Fremde. Das finden die alle scheiße. Ja, da kommen Fremde, das ist neue Bedrohung. Ja, richtig, genau. Das ist schon mal ein guter Punkt. Da kriegst du eine Menge Wähler mit. Okay, also ich werde eine Menge Wahlplakate machen, Max. Das ist gut. Ich mach Wahlbrot. Wahlbrot ist geil. So, okay, das wird geil. Ich sehe dich voll in der Politik, Max. Wirklich. Du bist auch jemand, der kann sehr gut reden. Genau, guck, wie du die Konversation am Laufen hältst. Siehst du? Ich werde meinen Einfluss auf das Geschehen hier auf jeden Fall haben. Macht euch keine Sorge, ihr wisst, ich habe immer eine Schlüsselrolle in der Politik von Craftec gespielt und es wird sich nicht ändern, okay? Hier, 200 IQ, Leute. 200 IQ. Komm, also wenn ich gewählt werde, baue ich eine riesige Mauer. Ist stark. Mauern kommen immer richtig gut an. Spark? Mauern sind geil. Schau mal, was da drauf steht. Was steht drauf? Wählt Trimax zum Bürgermeister, Ausrufezeichen. Ist geil, oder? Ja, gutes Argument. Ja, das ist nice. Wahlgeschenk. Ja, ich glaube, den haben wir. Okay, geil. Schönes Haus hast du hier, wirklich. Kappa. Was ist das hier? Oh ja, das ist geil. Oh, komm, keine Ahnung. Du bist jetzt aktiver Spieler hier in Craft Attack, ne? Und das heißt, du hast eine Stimme. Du hast eine Stimme, komm, denn es steht wieder an, Bürgermeisterwahl. Und da kann ich dir nur ein Argument nennen. Schau mal auf den Zettel da. Wählt Trimax zum Bürgermeister. Genau, und wir gehen jetzt hier mal einfach zu den verschiedensten Bürgern in die Häuser rein und gucken uns mal ganz kurz an, ob vielleicht Fragen zum Wahlprogramm da sind. Und machen so eine kleine Bürgersprechstunde. Falls du Fragen hast, erstmal hier. Klar, gönn dir, komm, ein bisschen hier was zu essen. Ich will dich nicht kaufen. Ist nicht meine Intention, aber so ein bisschen. Vielleicht ihr Mending-Buch ist das beste Buch, so erstmal so als. Stark. Korrekt, danke schön. Komm, wir machen die auf Fenster hier rein, ne? Also wirklich. Wenn ich halt erstmal Bürgermeister bin, kriegst du das jeden Tag. Also ein besseres Angebot habe ich noch nicht gerade bekommen. Max ist halt wirklich der geborene Bürgermeister. Max hat schon immer Jugendpotenzial gehabt und hat sich immer für die Schwächeren und Ärmeren eingesetzt. Wir kommen hier wirklich in das Slum, was du hier Haus nennst, rein. Guck mal hier, wie wir das hier direkt aufbessern. Guck dir das mal an. Der Fenster dabei. Alles dabei. Mir fehlte der Sand bisher. Ja, klar, dir fehlt der Sand. Hier, nimm. Deck Sand, zack. Ui. Alter, Max, du bist stark. Du bist so stark, Junge. Unglaublich gut. Also ich würde mich selber sofort wählen. Es ist ja insane. Wow. Frohes Schaffen. Danke für deine Unterstützung, ne? Wir zählen auf deine Stimme, komm, wir brauchen dich. Wähl Trimax. Hallo, Antonia. Ah, hallo. Meine Guteste, wie geht es dir heute an diesem wunderschönen Tage? Supi. Geile Glocke, Alter. Ich habe euch ja schon mitbekommen, ihr habt vor, Bürgermeister zu wählen. Hey, Reef, genau, und zwar... Schaut mal mein Aquarium an. Schaut erst mal mein Aquarium an, Reef. Natürlich. Wow, das finde ich geil. Oder? Das möchte ich mal im Weißen Haus auch haben. Pendel, geh mal bitte raus jetzt hier. Wir machen gerade Bürgersprechstunde. Hau ab jetzt, Alter. Raus. Kevin! Reef sagt, dass ich hier mitwohne. Wir müssen Patrick umbringen, der stört die Bürgersprechstunde. Kevin, komm schnell, hörst du die Glocke, Kevin, schnell! Brot für die Welt, hier. Oha! Ja, guck mal hier. Nie wieder Eisenmangel. Oha, oho, oha! Okay. Jetzt erzähl mal ganz was mit den Raids, Alter. Das ist ja ein riesiges Problem auch gerade hier, Max. Ja, wir haben hier mitbekommen, gerade auch bei uns, ist bei dir oben gerade auch eine Leiste. Ja, und das ist halt das Problem. Und die Stadtwache, sprich die Stadtwache an. Wir machen eine Stadtwache und wir bauen eine Mauer. Wir bauen eine riesen Mauer zwischen uns und den Raid. Aber stopp mal, wo ist denn der Raid? Das ist das Problem. Man sieht ihn nie, aber es ist trotzdem mit Ruhm. Ach so, okay. Ja, genau. Wenn hier irgendwas nicht passt auf dem Server, einfach mir sagen, ich sag Spark und dann wird's behoben. Kill mich. Kill mich! Kill mich! Kill mich, los, jetzt! Das ist übrigens der zweite Kandidat. Kill mich, los, komm! Das ist der zweite Kandidat, den kannst du auch wählen. Aber der zweite will nur killen. Bringt alles mit los. Komm, kill mich! Du kannst auch mich wählen mit dem Super Team, kannst du auch Patrick wählen. Kill mich! Komm wieder an! Ich mal schwimmen. Geil, Alter. Wir müssen weiterziehen. Ich hoffe, das hat geholfen. Antonia, wir freuen uns wirklich auf den Wahlabend mit dir. Wann ist der jetzt nochmal? Montag und Mittwoch machen wir zwei verschiedene, klar. Colin, die Bürgermeisterwahl steht ja nächste Woche Sonntag an. Early Boy? Es steht eine Bürgermeisterwahl bevor. Ich würde mich da aufstellen lassen. Wir sind gegen Raids, weil wir haben ein unglaublich großes Raid-Problem. Man sieht sie nicht, aber ich schwör's euch, die sind da. Ich würde da auch eine riesen Mauer bauen. Aus Kakteen und Warzen, wie ihr es mögt. Die Stadtwache hier mit den Raids, Max. Es sind einfach zu viele Raids. Deswegen werden wir eine Stadtwache errichten. Du hast unendlich Eisen, unendlich XP, unendlich Essen, keine Raids mehr, kein Fallschaden, du kriegst alles. Und wir haben natürlich auch den einen oder anderen Leiharbeiter, der dann unter der neuen Regentschaft von Max, Petrit, natürlich solche Arbeiten liebend gerne verrichten wird.
Das ist klar. Okay, sehr gut. Dann haben wir jetzt ja schon. Boah, wir haben heute schon jetzt, wir haben ja schon 10 Stimmen. Wir haben das Gefühl, die Wahl schon gewonnen. Ja, das ist, also, ihr habt mich überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Ihr habt mich schon überzeugt. Max, sollen wir mal Ungarn mal derer zusammen besuchen? Zusammen wäre ich dabei. Ja? Ja. Das machen. Alleine wäre ein bisschen creepy, weil ich habe noch nie mit dem Real Life mit ihm geredet. Da ist er. Er ist da. Wo ist er? Ja, jetzt schubst ihn. Nimm die Hand in die Hand und schubst ihn. Oh nein, der Arme. Ey! Er hat doch nichts Böses getan. Lasst ihn. Geht weg. Lasst Items in Ruhe. Wir gehen, Trimax. Trimax auch groß geschrieben. Oh nein, der große Trimax. Okay, geht weg. Jetzt geht schnell weg. Der macht jetzt gar nichts, Alter. Richtiges Alman-Schauspiel, Alter. Lasst euch hier nie wieder blicken. Jetzt kann ich hier schreiben. Wählst du mich zum Meister? Aber auch direkt mit dem Meister. Ist das wie fadet, Alter? Ist das dumm, Junge? Ey, ist das dumm? Diese Wahl ist so geil. Patrick hat sich jedes Jahr seit sieben Craft Attacks stellt er sich zur Wahl auf und hat noch nie gewonnen. War starkes Roleplay. Das war richtig stark. Ich schwöre, ja, ich hab gerade erzählt, wie viele kranke Leute ich über YouTube kennengelernt habe, ne? Ich bin so krank dankbar dafür. Weißt du, weil YouTube ist nicht für mich, oh, geiles Geld, geile Reichweite, geile Insta-Fame, geile Leben, sondern ich habe sehr viele Gleichgesinnte kennengelernt. Da muss ich auch sagen, da muss ich dich auch ein Stück weit zuzählen. Wir kennen es noch nicht so gut, aber ich mag dich wirklich sehr. Das muss ich einfach mal sagen, Alter. Wir kennen uns noch nicht lange. Wir haben lange parallel voneinander existiert. Ja, aber seitdem funny. Wir zusammen zocken, ist es geil. Ich muss sagen, es ist geil. Ich find's auch geil, Alter. Ich bin auch echt happy, dass du das so angenommen hast und so gesagt hast, yo, lass was zusammen starten, Alter. Finde ich mega, wirklich. Ich auch. Abgesehen von Romatra mag ich wirklich jeden. Natürlich bin ich Jody auch todes dankbar. Ganz kurz. Jody, ich küsse deine Augen. Du bist die Besteste, die es gibt. Grüße gehen raus. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Kuss. Ja, vielen Dank für euren Support. Küsse eure Augen.